Kapitel 5 Omegons Bote. Das eigenartige Pokémon führte die beiden Brüder so mitten auf den Platz, welchen sie bereits aus der Ferne gesehen hatten. Überall an diesem Ort waren Steine musterhaft ausgelegt. Verschiedenste Stände schmückten den Platz und regten zur Nutzung ihrer Angebote an. Die Anzahl der Pokémon hielt sich gerade eher in Grenzen. Doch Flamme konnte sich gut vorstellen, wie dieser Ort voller Leben aussehen würde. Der Einheimische schien eines der paar anwesenden Pokémon direkt im Blick zu haben. Vermutlich war es jenes, welches er erwähnt hatte. Alleine schien es einfach ohne Ziel in der Gegend zu stehen und ins Nichts zu blicken. Simsala! Ich brauche mal das Unterstützung! Nun erst drehte sich die eigenartige Gestalt um und erblickte den Geist, sowie die beiden Pokémon in seinem Schlepptau. Du hast uns Besucher gebracht, Gengar? Frag sie selber! Die beiden reden seltsame Dinge und ich weiß nicht, was ich mit ihnen machen soll! Interessiert blickte das gelbliche Pokémon zu den jungen Feuer-Pokémon, weshalb Sol direkt das Wort ergriff. Wir müssen zu Lunala! Es ist wirklich wichtig. Terros hat es uns aufgetragen. Flamme fand diesen Ansatz schon schrecklich. Warum sollte dieses Pokémon, Simsala, wie Gengar sagte, diese Geschichte einfach glauben? Terros, der Weltengeist. Habe ich mir auch gedacht. Wollen wir sie gleich verscheuchen? Vermutlich gehören sie zu dem Kerl, der hier vorhin durchgekommen ist. Ruhig. Du warst schon früher immer sehr schnell damit, Pokémon zu verbannen, nicht? Also ihr beiden, wie heißt ihr denn? Zwar schien Simsala deutlich redebereiter zu sein als sein Bekannter, doch dies änderte nichts daran, dass Flamme nicht bereit war, ihm zu trauen. Aber wie eigentlich immer, war Sol deutlich offener. Mein Name ist Sol und mein Bruder heißt Flamme. Ohne jede Vorwarnung wandte sich Simsala wieder ab und blickte in die Ferne. Worte entsprangen seinem Mund. Flamme wusste nicht einmal, ob das Pokémon dies selber bemerkte oder wollte. Wenn die Zeit unvergangen wird, werden 6 Teile der Flamme den Sturz des Himmels verhindern und eine neue Ära einleiten. Selbst Gengar schien nicht zu verstehen, wovon genau das Psycho-Pokémon sprach. Das klingt eher nach was Volnona sagen würde. Worum genau geht's hier gerade? Diese Aussage stammt auch von Volnona. Nun, zumindest hat sie mir davon erzählt. Es ist schon lange her. Viele, viele Jahre. Sie kam zu mir, erzählte mir von einer Prophezeiung des Götterboten. Sie bestand aus genau diesen Worten. Dann bat sie mich, sollte ich jemals die Flamme finden, so müsse Volnona sie sehen. Nun, ich verstand nicht, was sie meinte und gab auch schnell auf, dies zu versuchen. Aber im Unterbewusstsein schwirrten mir diese Worte trotzdem umher, wieder und wieder. Es muss soweit sein, von Terros gesendet. Flamme, es kann kein Zufall sein. Warte, also willst du sie wirklich? Sie müssen Volnona sehen. Gengar erkannte nun, dass Einspruch keinen Sinn mehr hatte. Doch trotzdem zeigte er ein großes Problem auf. Selbst wenn das der Fall ist, wie genau soll das klappen? Wir haben niemanden hier, der noch gut kämpfen kann. Und dieser Kerl treibt sich immer noch dort rum. Von was für einem Kerl ist hier eigentlich die ganze Zeit die Rede? Kurz blickten sich die beiden Einheimischen stumm an. Dann sprach Simsala. Es ist erst ein paar Stunden her, als ein Pokémon vom Eisberg, auf dem Volnona lebt, zu uns kam. Ein vermummtes Pokémon kam dort an und fragte nach Volnona. Er war deutlich nicht friedlich gesinnt und stellte sich nur als ein Bote vor. Ein Bote seines Lord Omegon. Als er auf Widerstand stieß, wirkten seine Gegner machtlos. Nun befinden sich vermutlich keine Pokémon mehr auf dem Eisberg, da sie evakuiert haben. Ab
abgesehen von dreien. Vulnona, dem Boten und Vulnonas Schüler. Vielsagend blickte Sol zu Flamme, welcher sofort antwortete. Ich sagte es dir doch. Omegon wird alles andere tun, als einfach warten. Hat schon jemanden geschickt. Und niemanden gegen den zwei normale Pokémon gewinnen können. Also Simlazala, was glaubst du denn könnten wir tun? Entweder ist Vulnona wegen diesem Kerl weg oder er erwartet diese beiden. Ich stimme dir zu, es ist eine sehr prekäre Lage. Und doch müssen die beiden dort hinauf. Selbst wenn es zu einer Konfrontation kommen sollte. Wie aus dem Nichts ließ Simsala einen Gegenstand erscheinen. Einen Löffel. Sollten sie einen Boten Omegons mit einem Löffel besiegen? War das hier irgendeine Fallade? Nehmt diesen Gegenstand mit, ihr zwei. Und versucht auf dem Eisberg Vulnonas Schüler zu finden. Sollte er noch dort sein. Wenn ihr ihm mein Symbol zeigt, wird er euch helfen. Vielleicht könnt ihr mit ihm an eurer Seite etwas gegen den Boten ausrichten. Mehr kann ich leider nicht direkt für euch tun, außer euch den Weg zu beschreiben und euch eine Bleibe bis morgen zu organisieren. Besser als nichts, dachte sich Flamme, ließ die Worte jedoch unausgesprochen, während sein Bruder wie meist glücklich mit weniger war. Das ist schon mehr als genug, vielen Dank. Du musst mir nicht danken, junger Sol. Ist das Mindeste, was ich tun kann. Dafür, was ihr beiden für unser und aller Welten auf euch nehmt. Verbleibt erst einmal hier auf dem Platz. Ich stoße in wenigen Minuten wieder zu euch. Dann werde ich euch den Weg zu eurer heutigen Bleibe zeigen. Ohne überhaupt auf eine weitere Antwort zu warten, legte er den Löffel vor Sol ab, welcher ihn an seinen Bruder weitergab, und ging in Richtung Norden. Gengar verblieb noch für einen Moment mit den Brüdern. Doch mehr als einen Moment wollte er dann doch nicht mehr bleiben. Also dann, ich habe euch wohl doch mehr geholfen als gedacht. Weil euch irgendwas hiervon überhaupt hilft. Aber wenn ihr wirklich so dringend weiter müsst. Eine Sache. Ich gebe euch einen gut gemeinten Rat. Vulnonas Schüler ist stark. Aber das waren auch seine Qualitäten. Er sollte nicht einmal im Eisberg sein. Es steht ihm nicht zu. Überlegt euch lieber zweimal, wie sehr ihr ihm vertraut. Was zur Hölle heißt, er sollte nicht am Eisberg sein? Wenn ich euch das verrate, wird Vulnona mir die Hölle heiß machen. Also dann, ich gehe. Na super. Also wäre ihr nächster Begleiter wohl jemand, dem man nicht trauen könnte. Andererseits, wenn Flamme irgendwem hier nicht vertraute, dann Gengar. Es konnte also wohl eher ein gutes Zeichen sein, wenn er schlecht über Vulnonas Schüler sprach. Aber egal, das war ein Ding der Zukunft. Zunächst einmal warteten die Brüder auf Simsalas Rückkehr, welche nicht lange auf sich warten ließ. Wieder aus dem Norden kehrte er zurück. Von einem Ort, der aus der Ferne aussah wie eine Art Teig. Das war aber hoffentlich nicht, wo er erwartete, dass sie übernachteten. Der Wille zählt hin oder her. Feuer-Pokémon dorthin zu schicken, wäre Folter. Allerdings zeigte sich schnell, dass Flamme hier etwas vorschnell Schlüsse zog. Also ihr beiden. Ich habe mich mit dem Ältesten hier am Ort beraten und nun, wir mussten feststellen, dass es hier etwas an Unterkünften mangelt. Und die meisten Lebensräume sind weit weg und voll besetzt gleichermaßen. Allerdings wollen wir euch nicht wegschicken, gerade wenn Vulnona euch dringend sehen will. Deswegen haben wir uns auf eine sehr ungewöhnliche Lösung geeignet. Nun, ein Haus steht hier frei. Allerdings schon seit einer Weile. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass es nicht zu sauber ist. Ihr könnt für heute im Haus unserer alten Helden unterkommen. Nun, zumindest wussten die beiden Brüder bereits, wo sie dieses Gebäude finden konnten.
Trotzdem erschien das ganze Flamme sehr seltsam. War dieses Haus für die Bewohner dieses Ortes nicht so etwas wie ein Relikt? Eine Erinnerung an jene, die einst diese gesamte Welt vor dem Untergang bewahrten. Einfach alles in allem kein Haus, in dem man Fremde übernachten lässt? Wie passte das alles zusammen? Ein seltsames Gefühl überkam das Vulpix. Simsala sprach immer in höchsten Tönen über Vulnona. Und wer konnte schon sagen, wie viel er über den Krieg der Weltenbäume und die Bestimmung von ihm und seinem Bruder wusste? Konnte es wirklich sein, dass diese Option nicht aus reiner Hilfsbereitschaft offen stand? Sondern weil dieses Pokémon wahrlich glaubte, dass die beiden Pokémon des Walddorfes Helden wären? Natürlich waren sie auserwählt und hatten eine große Aufgabe, aber das war doch nicht, was Heldentum war, oder? Müsste ein Held nicht ehrlich sein, stark, furchtlos, sich für seine Ideale erheben, wenn Gefahr bestand? Müsste ein Held nicht selbstlos sein? All dies war Flamme doch nicht. Er war ein schwaches, scheinbar wahnsinniges Vulpix, das sich auf die Reise gemacht hatte, in der Hoffnung, genug Glück zum Siegen zu haben. Was er nur wollte, damit er danach seine Ruhe hatte. Was er hatte, war weniger Heldenmut als Übermut. Flamme war vieles, aber doch kein Held. Und doch, so schien es nun, gab es Pokémon, die dran glaubten, dass er einer war. Und damit müsste er klarkommen, so wenig er es wollte. Solche Situationen waren es, in denen sich das Vulpix wünschte, so simpel gestrickt zu sein wie soll. Auch wenn er es nach außen hin nicht zeigte. Spürte Flamme genau, wie das Fukano beim Gedanken, dass sie auf eine Stufe mit alten Helden gesetzt würden, vor Stolz fast platzte. Aber vermutlich auch mit Recht. War das der Grund, weshalb überhaupt beide Brüder auserwählt waren? Flamme hatte Inferno, der vonnöten sein würde und soll... War derjenige, der nun mal ein tatsächlicher Held war? Natürlich nicht. Die Stimme in seinem Kopf ließ Flamme aufschrecken. Doch er wusste, dass er sich vielleicht nicht allzu viel anmerken lassen sollte. Jedenfalls nicht nach außen zu den beiden Anwesenden. Allerdings wusste er ja, dass seine Worte auch nicht gesprochen sein mussten, damit Inferno sie verstand. Warum nicht? Sieh mich doch mal an! Ich bin schon damit überfordert, mich selbst zu kontrollieren. Das einzig Besondere an mir bist du. Ich habe es dir schon oft genug gesagt. Wir sind dasselbe Wesen. Das Besondere bin ich. Aber du bist ich. Das Problem bist nicht du, deine Kraft, dein Potenzial. Das Problem ist, dass du es alles nicht entfalten kannst, da die Last deiner Seele dich bremst. Deswegen müssen wir handeln. Wenn du auf deiner Reise zu dir selber finden kannst, dann wirst du sehen, wie auch du ein Held sein kannst. Und wie Heldentum nicht schwarz-weiß ist, wie du es beschreibst. Sieh dir doch einmal die Geschichte der Welt an, die ihr zerstören wollt. Den Götterboten. Ein Pokémon, welches sie alle dort für Jahrhunderte verachteten, einen dunklen Gott schimpften. Durch ihn sind Hunderte, Tausende, ja Abertausende ums Leben gekommen. Und am Ende hat er sein Ziel nicht einmal erfüllt und ist gescheitert. Was denkst du denn? Ist Darkrai ein Held oder nicht? Natürlich ist er das, aber er hat sich in finsteren Zeiten erhoben. Alles gegeben, um seine Ideale und Heimat zu verteidigen. Bis zum letzten Atemzug gekämpft und seinem Leben einem Zweck gewidmet. Gekämpft für alle außer sich selber. So bin ich nicht. Ich kämpfe, um am Ende dieser Reise Frieden zu finden. Mit viel Glück durch unseren Sieg. Wahrscheinlich, weil ich tot sein werde. Weißt du? Ich hoffe wirklich, dass du diesem Pokémon irgendwann begegnen wirst. Du und Darkrai,
Ihr seid euch ähnlicher, als ihr vielleicht denkt. Ihr würdet euch bestimmt gut verstehen. Und könnte dann zu zwei Trübsal blasen oder sowas. Wenn du ihn fragen würdest, würde Darkrai dir auch sagen, dass er kein Held sei. Und dir würde er vermutlich sagen, dass du einer bist. Weißt du, was du wirklich mehr brauchst? Selbstbewusstsein. Du benimmst dich, als würde Sol losziehen, um Kriege zu gewinnen. Und müsste dich dabei mitschleppen. Du wirst lernen, es ist andersherum. Du kannst jeden Gegner bezwingen. Und du brauchst dafür niemanden. Du spürst es selber, tief im Inneren. Ich weiß es. Du bist wie immer optimistischer, als du sein solltest. Dann sag mir, wie soll ich, wo ich doch so toll bin, jetzt Lunala finden? Omegon war schneller. Er hat einen Boten auf den Eisberg geschickt. Und nur da können wir die Informationen bekommen. Du redest, als könnte ich Omegon stürzen. Dabei schaffe ich es nicht einmal in seinen Weltenbaum. Oh doch, das wirst du. Wenn Omegon jemanden schickt, um dich aufzuhalten, dann musst du eben zeigen, dass das unmöglich ist. Kein Bote kann deine Mission stoppen. Nicht einmal Omegon selber könnte das.